So, hinten die Abkürzung müssen wir aktivieren und hier gibt es noch irgendwo. Cool. Jetzt haben wir das auch. Ja, zeig mal her. Haben wir hier noch mehr, die wir nicht gefunden haben? Nö. Bis jetzt haben wir, denke ich, alles. Und schon 75,7%. Ward muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. So, die Abkürzung haben wir freigeschaltet. Da oben kommen wir ja sowieso nicht durch. Außer die Tür geht jetzt auf. Was ich nicht glaube. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. So, gleich passiert irgendwas Doofes. So, hier sind wir durch. Aber hier hinten können wir aufmachen. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, kann ich an denen jetzt einfach so vorbeilaufen? Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Rechne nicht an sein Funk. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Ja, das ist genau mein Problem. Wo finde ich die Offiziersquartiere? Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Und jetzt verschwinde. Ich habe keine Zeit für dich. Danke für den freundlichen Empfang. Noch ein Wort. Moment. Irgendwie. Ich kann die Holo-Karte ja so ansehen. So, gut, hier kommen wir durch. Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Denwig, die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Das ist vertraulich. Ich habe die nötigen Befugnisse. Die Zentrale hätte mich darüber informiert. Ich muss einen Sicherheitsdruiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdruiden runter. Ist das notwendig? Ich kann keine Ausnahme machen. Auch nicht für jemanden Ihres Ranges. Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwig ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwig? Ja. Sie können passieren, Officer. Übermotivierter Offizier. Hey, Kumpel. Sei auf alles gefasst. Heck dich rein. Du bist der Beste. So, kann ich hier auch gleich irgendwo was scannen? Wir waren ja... Anna, im nächsten Raum erst. Okay.
Erst nicht hier. Sehen wir uns um. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Ich muss meinen Geist freimachen. So. So, wo genau haben wir jetzt eins rechts hinten und eins links hinten? Hey, Carter. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Mama. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Carter. Hm? Nur du und ich. Boats Tochter und ihre Mutter. Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. Was gefunden? Das ist das Holo, das Dagon sich angesehen hat. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Cutter sein. Ich bin Cal. Und das ist BD1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Carter? Er sagte, ich soll packen gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Vielleicht an dem Lichtschwert? Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Carter. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Carter. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich...
Eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Katha Besorgungen machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns so lange, Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tanelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Katha! Lauf! Der Eindringling ist in meinem Quartier! Er ist bewaffnet! Erschießt ihn! Tötet diesen Jedi! Los, aus dem Weg! So. Fünf hatte ich jetzt noch nicht, aber... Mensch, komm her, Kleiner. Alle eingegangen. Beim Hochheben schon. Fuck. Was ist das? Ja.
Nur noch die Frage, wo ist das Boot hin? In den Hangar. Aber vermutlich müssen wir einfach hier jede Tür aufreißen. Ja? Welle besiegt. Ich brauche ein Stim-PD. Baut! Auf der Flucht. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey, Baron, hast du das gehört? Baron? Wo steckt sie denn? Zerstört den Jäger! Der Verräter darf nicht entkommen! Wir kommen zu spät. So. Okay, ich bin bereit. Wir müssen zurück zur Mantis. Das gesamte Personal meldet sich sofort im Hangar. Okay, der hüpft gleich freiwillig runter. So. Baron! Cal! Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! What? Die Frage ist, was passiert, wenn wir uns zu oft der Dunkelheit entgehen? Von der gefährlichen Art. Wir werden immer enger. Ich denke, zu oft sollten wir das nicht machen. Du wirst dich ergeben. So, einmal noch. Zwei Hiebe noch. Jetzt so. Alles okay? Ja, nichts wie weg hier. Was das? Nee, hier geht's noch rein. Wow.
ist das? Wo ist Boat? Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Kerl! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht. Komm zur Mantis. Bestell den Inquisitoren Grüße von mir. Ich bin okay. So, jetzt aber einen Blick. Mir geht's gut, Kumpel. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Irgendwo irgendwas übersehen? Nee. Das heißt, hier rein. Mit viel Glück haben wir hier dann die letzten Sachen, die wir noch sammeln müssen und aufdecken müssen. Einmal nach oben. Ich bin echt verletzt. Ja, wie kriege ich jetzt unten die Tür auf? 100%. Obwohl hier oben die Tür zu ist. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Was war das? War das... Ich weiß nicht, was das war. Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. Na endlich, ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werde es ertragen. Haben wir verloren. Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Das ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass ich die Mantis durch eine Nebelfliege der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Okay, bin dabei.